Hey Freunde, willkommen zurück zu Let's Play Legend of Zelda Skyward Sword. Wir sind hier wieder im Wolkenhort und können... Ey! Verdammt! Okay. Das ist ein bisschen anders gelaufen als gedacht. So, aber nun sitze ich endlich mal wieder seit 2 Wochen hier und darf das Spiel jetzt zocken. Also ich dürfte es eigentlich auch schon letzte Woche, aber... Eigentlich darf ich es immer. Aber letzte Woche habe ich keine Lust gehabt. Ich habe da nämlich an was gearbeitet, das ihr bald sehen dürft. Mann, wo ist das Teil jetzt da? Ach, da. So, heute wollen wir auf jeden Fall das letzte Lied oder das vorletzte. Warte mal. Nee, halt. Ja, das vorletzte Lied hier erhalten. Wir hatten hier Nairus Weisheit, Varoris Mut und dann wahrscheinlich Stins Kraft kommt als nächstes. Jetzt aber. So, jetzt darf ich endlich die Kiste hier öffnen. Und was ist da drin? 100 Rubine. Okay. So, und die andere Kiste holen wir auch noch. Die haben wir schon seit längerem. Aber ich weiß jetzt, wie man da endlich rankommt. Ich weiß jetzt echt, wie man da rankommt. Ich hatte es letztens auch schon gewusst, aber ich war zu faul, das Ding zu nehmen. Moment mal, hier kann schon bestimmt was an die Wand malen. Guck mal, wie das hier aussieht. Ja, ich sehe es doch hier schon. Halt, wie mache ich das nochmal? So. Das ist hier nix? Dann halt nicht. So, und zwar müssen wir nämlich... Upsala. Genau, da hinten ist das Teil. Das da hinten. Ach so, genau. Ne, die Kiste, die ist da irgendwo. Und wir können hier im Wasser in diese Höhle tauchen. Da. Die habe ich ja schon seit Anfang an gesehen. Aber... Jetzt weiß ich halt, wie man da rankommt. Und hier sind sogar 2 Kisten. Upsala. Ich bin nach oben. So, nämlich erstens eine ganz normale Kiste. Mit... Nochmal 100 Rubinen. Und eine Göttinnenkiste oder wie das Ding heißt, keine Ahnung. Mit einem Herzteil. Was ist das hier? Kann ich das irgendwie abfackeln oder so? Nee, kann ich die Tür jetzt öffnen? Nein. Dann finde ich wieder so raus. So. Ja gut, das war's auch schon hier. Ich entferne mal die Dinger wieder. So. Und wir wollen jetzt wieder da hinten hin. Also eigentlich komplett andere Richtung. Ich fliege jetzt einfach mal gerade hier runter. Da hinten so hin. Bam, 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 bam. Wo ist das Teil jetzt? Hä? Da. Was macht denn meine Katze jetzt schon wieder? Ich muss das Ding erst wieder Ziel suchen. Trotzdem, jetzt kommt gleich der Wirbelsturm. Der erste, genau da. Jetzt kommt noch einer. Warte, bitte. Weil ich guck mal gerade. Ey. Ich
schau mal gerade, ob wir hier irgendwelche Kisten drin haben. Nee, nur da, Kürbisinsel, da und da. Keine Ahnung, was das ist. Na gut. Da, ey! Und dann ist das Game ja schon fast vorbei eigentlich. Also über die Hälfte haben wir auf jeden Fall schon. Okay. Oh nein, ich muss gleich wieder singen. Verdammt! Was höre ich sonst mal vorne? Rita, ich habe dir etwas zu berichten. Als du das Wappen mit dem Himmelsstrahl berührt hast, hat die Göttin zu mir gesprochen. Wie eigentlich immer. Und ich habe ein super Gedächtnis, deshalb kann ich immer wieder das Gleiche sagen. Gebieter, vernimm nun die Botschaft der Göttin. Sucher der göttlichen Flammen, lausche meinen Worten, ich werde dich vom Jenseits der Zeit führen. Noch eine göttliche Flamme fehlt dir, um sie zu finden, bedarf es der göttlichen Schätze. Um diese Schätze zu erhalten, musst du mehrere Prüfungen bestehen, die ich ihrer würdig erweisen. Erfülle deine Bestimmung, unterstützt von der Kraft der göttlichen Schätze, und du wirst die göttlichen Flammen erblicken. Ich fühle mich immer noch wieder in der Kirche. Nun nimm dieses Lied und begib dich zum Vulkan Eldin. Die Melodie ist weg, wo die letzte Prüfung deiner Prüfung erwartet wird. Genau. Das klingt sehr nach Wüste. Und wir waren Gott sei Dank schon in der Wüste. Dieses Lied heißt Dienstkraft. Hab ich doch gewusst. Woher könnte ich das nur wissen? Hm. Ist ja nicht so, dass Din, Faore und wie heißen die anderen nochmal? Diese blaue. Faore, Din und ey, wie heißen die? Die heißt nicht Ranel, nee, die heißt. Nairu. Ja, die sind ja. Ist ja nicht so, als wären die schon seit Ocarina of Time dabei. Dieses Lied heißt Dienstkraft. Ein Lied der Kraft, das dich führen wird, Gebieter. Du hast dir Dienstkraft eingeprägt. Dankeschön. Was macht meine Katze da? Ich werde Dienstkraft für dich aufbewahren. Mit der Aura-Suche kannst du den Eingang zur Prüfung finden. Brich nun auf zum Vulkan Eldin. Alles klar. Und nee, da muss ich schon wieder so eine Prüfung machen. Speichern wir mal.
Aber warum gehen wir zuerst wieder zur Wüste Ranel und dann erst zu Eldin? Irgendwas Spezielles muss uns doch jetzt hier erwarten. Zurück nach Hause, ich muss gehen. Ich will einmal so ein Viech töten. Aber es gelingt mir nicht. Es kommt ja jetzt auch dieses Jahr ein Remake zu Link. Ne, Link's Awakening, nicht Link Between Worlds. Allerdings muss ich sagen, ich werde das wahrscheinlich nicht Let's Play. Ich glaube sowieso, dass das hier mein letztes Zelda-Projekt auf dem Kanal wird, wegen Artikel 13 und allem. Aber eventuell, der letzte Schritt, der ist noch nicht getan, wo ich das jetzt aufnehme. Also eigentlich der vorletzte Schritt. Der letzte Schritt, bevor es sich wirklich einführt. Verdammt, hier kommen irgendwie immer mehr. Oh Gott! Ey, wie viel sind denn das? Das waren sonst immer nur zwei. Wo muss ich denn überhaupt hin? Da muss ich hin. Zu Ende. Das mit dem Grabstein habe ich immer noch nicht gemacht. Das werden wir alles noch machen. Oder ich werde es offscreen machen, ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall werden wir das tun. Denn wir sind gut dabei, das Spiel zu 100% zu komplettieren. Ich weiß gar nicht, ob ihr mich überhaupt gut hören könnt. Okay, wir müssen auf jeden Fall. Wo müssen wir denn hin? Hier wo vier Stück. Warte mal, Vulkan Eldin, Osten, Aufstieg, Tempel am Vulkan. Ich kann mir vorstellen, dass wir einen Tempel zum Vulkan müssen oder zum Vulkan Eldin. Deshalb gehe ich einfach mal zum Vulkan am Tempel am Vulkan, weil dann kann ich mich auch runtergehen, falls es da unten ist. Ja. Oder eventuell haben wir Glück und das ist direkt da. Weil da ging es doch auch, glaube ich, weiter. Wir sind im Vulkan Eldin angelangt. Suche mit der Aura-Suche nach dem Eingang der Prüfung, die du bestehen musst, um die heilige Flamme zu sehen. Ja. Was? Die ist nicht hier? Okay. Oh nein! Oh verdammt! Jussi! Da. Da unten. Darf ich das mal sehen? Da hinten. Also doch da unten. Da. Oh Gott. Ich weiß, da war noch einer, aber der bleibt jetzt mal da. Da noch mal hin. Tschüssi. Verdammt. Ey, da komm, ich hab Pirat. Was seid ihr denn für welche? Ich muss runter. Was macht der denn da?
Habt ihr gesehen? Der rollt sich da erstmal den Berg runter. Obwohl er schon tot ist. Jetzt kommt die Fledermäuse hier gleich. Freunde, sorry kurz, aber das wird wahrscheinlich in den nächsten Folgen öfter passieren. Ah, ist das hier das Teil? Ah, tatsächlich. Ach, was mache ich denn da immer? So. Okay. Verdammt, was ist das denn für ein Lied? Stoß das Schwert in das Symbol und stell dich zu der nächsten Prüfung. Okay. Nächsten Prüfung hast du nicht gesagt, das ist das letzte. Ja. Okay, jetzt. Oh nein. Das ist jetzt wahrscheinlich die schwierigste Prüfung von allen. Oh nein! Verdammt. Gebieter Strolli, an diesem Ort wird deine Kraft auf die Probe gestellt. Dies ist die Donnerprüfung, was? Die letzte der Flammen, die dein Schwert zu stärken erhalten, musst du diese Prüfung haben. So, das Seelengefäß. Ich hoffe dann mal das letzte. Bring das Seelengefäß zurück, wenn es gefüllt ist. Hast du noch Fragen an mich? Nein. Sehr wohl, Gebieter. Was? Da vorne ist ja gar nichts. Ah, aber ich kann gucken. Ach, das ist das Teil. Verdammt. Ist das wirklich das Einzige? Ich lauf mal da oben hin. Da ist eins. Gott sei Dank. Eine von den Tränen erhalten. Dankeschön, 15 Stück. Damit gehe ich jetzt erstmal zurück und hol die andere. So, das Teil da. Oh je. Hier drin bin ich aber eigentlich geschützt, oder? Oh nein! Ich dachte, da kann man hin. Ah, aber ich bin wieder da. Okay. Da kann ich ja gar nicht lang. Da hinten ist ein finster Halbmond. Den will ich aber schon gerne mitnehmen. Alles klar. Tralala.
Kann es sein, dass man diesmal mehr Zeit hat? Oh Gott. Oh nee! Halt, da vorne war eins. Schnell, schnell! Oh. Nein, 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 nein! Toll! Aber wie soll das denn gehen? Tschüssi! Das wird's halt, Mond! Oh je! Was? Da darf ich nicht lang, oder? Ah! Ah! Gott, da ist auch einer. Ist das jetzt dein Ernst? Ah! Aber das ist überall diese Giftbrühe. Okay, da muss ich ja 100. Verdammt, wo ist das hin? Okay, dann gehe ich erstmal hier hin. Da hinten ist auch noch eins, das ist das, was da hängt. Vorsicht! Okay, 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 okay. Das Finstermond, der interessiert mich gerade nicht, da muss ich hin. Verdammt, verdammt, verdammt. War hier nicht gerade so ein Teil? Da? Warte, wie komm ich da hin? Hier. Warte, das soll ich für gleich. Da ist noch eins. Okay. Ich muss wieder an dem vorbei, aber das dürfte jetzt eigentlich einfach werden. Ist da oben auch eins? Ja, natürlich. Oh nein. Nein, nein, nein. Nee, das sind zwei. Oh nee. Da ist das Seil. Das kann ich doch sogar so einsammeln, oder? Ey, ich will. Jetzt aber. Okay. Hallo? Nee, hier ist nix. Okay, da ist so einer, aber hier ist doch irgendwo eins. Da. Jetzt bin ich hier wieder am Anfang. Also, ja, ganz am Anfang von dem Teil da. Da muss ich auch noch hin. Hier ist noch eins. Wenn ich jetzt gleich abkratze, ne? Muss ich hier durch? Ich denke schon. Was?
Okay, zurück. Aber das Balancieren ist eigentlich ganz einfach. Ey, was macht ihr denn da draußen jetzt? Meine Katzen! Verdammt, oh, jetzt wäre ich fast runtergefallen. Geht's da irgendwo lang? Nee. Hä? Ah. Noch drei Stück fehlen. Ich sehe die jetzt leider nicht mehr. So ein Finsterhalbmond. Okay, jetzt muss ich mich langsam beeilen. Oh Gott. Oh je, oh je, oh je, oh je. Da oben. Oh Gott, 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 schnell! Ich glaube, die anderen, die sind jetzt oben. Toll, da ist aber der Weg zu. Wie komme ich hier zurück? Ach, von da. Bin ich gekommen. Da. Okay, eins. Was? Wo ist das andere? Ich sehe nur zwei. Wie komme ich da hin? Toll! Ich weiß nicht, wie ich da hinkomme. Oh nein, da unten steht einer. Oh nein! Verdammt, hier ist direkt der nächste. Wie kommt man denn da hin? Ach, hier. Hä? Hä? Wo bin ich jetzt? Was machst du denn? Bin ich da drin sicher? Ah. Ich will hier nicht mehr weg. Da oben muss ich bestimmt hin. Nein! Oh! Nein, 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 nein
Schnell! Da! Oh. Noch eins! Das ist das eine! Aber wie soll ich da rankommen? Olli! Wirf das Teil um! Ich kann da nicht lang! Nein! Das ist jetzt nicht dein Ernst! Nein! Schieb sie. Jetzt muss ich an dem vorbei. Nein! Schieb sie. Wie komme ich da hoch? Ich muss. Ey Freunde, ich wünsche, ihr könnt mir das jetzt sagen. Alle hinter mir her. Ey, was machst du denn? Bleib da nicht stehen. Ach da. Schnell. Okay, nein, nimm das Teil. Erst muss ich noch zurück. Ah ne, ich habe jetzt unendlich Zeit, oder? Ja. Ach ne, wenn ich jetzt da unten noch einfalle, dann war's das. Oh je. Das war mit Abstand die schwierigste Prüfung von allen. Hätte der das jetzt am Ende nicht genommen, dann war es das. Was bekommen wir jetzt? Hast die Feuerohrringe erhalten? Ah, damit kann man jetzt bestimmt in diese Lava da. Moment, Feuerohrringe? Das sieht aus wie Handschellen. Einer der drei Schätze der Göttin. Mit ihrer Hilfe kannst du selber der größten Hitze trotzen. Dankeschön. Oh.